So, Rille, da sind wir wieder. Jo, von Hallöchen. der weißen Wand sind wir wieder reingekommen. Von der weißen Wand? Ja, dein Pullover schon wieder, guck dir die Sauerei an. Weil du dich immer an der Wand Ach lehnst. so, okay. Weißt du jetzt, warum ich nicht dagegen gehe? Mein Gott. Deine Gott, Gott ist für alle da, ne? Fadala. So, dann wollen wir mal den Aussichtspunkt nehmen. Was? Wir nehmen ihn? Du nimmst ihn, wie nimmst du denn? Von vorne, von hinten, drinnen? Habe keine Ahnung. Von Augen, Seiten. Wieder noch 10 Kilometer entfernt. 60 Meter. Wo ist denn? Oh! Du boxst? Warum du boxst? Du haben doch clean gehen. Warum der die nicht gezogen hat, weiß Ja, ich die auch waren hier nicht. gerade bei der Rauchbombe, weißt du? Ja. Nee, da will ich nicht hoch. Du wirst schon wieder gesichtet. Das ist mir doch egal. Gott. Hier warst du gerade eben schon, ne? Das ist ja klar. Ja? Ja. Nö, nee, das ist immer so ähnlich. Das glaubst du nur, dass ich hier schon war? Nee, nee, das glaubst du nur. Was hab ich den Ton hier gemacht? Noch weiter, ja. Siehst du, da war ich nicht. Der ist nämlich zu hoch. Der ist immer noch so ein bisschen an der Kante. Da war ich nicht. Nee, 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 nee. Ich hab recht. Ich muss mich wieder rasieren. Oh. Am Po. Und am Kopf. Jo ist das. Jo ist das, komm. Ich hab wieder keine Schwerter. Ich hasse das. Ja, ich bin alleine gemacht, ne? Aber echt, ey. Warte, komm. Naja, jetzt hat er die Schwerter gezogen, war trotzdem nur ein. Was soll das? Da. Na komm, tut auch nicht weh, ich schwöre. Ja, einmal kurz und schmerzlos hast du gesagt. Das war für Abu, hätte ich mal gesagt. Was für ein Ding? Nee, schon gut. Abu, hu, hu. Abu, hu, hu. Kabul. Ja. I'm the best man, Motherfucker. Darfst du nicht deine liebe Mama hören? Was denn? Motherfucker. Du sollst nicht da runter, du Hammel. Ach, wir hatten ja schon mal die Ehre, ne? Kann das sein? Bei der? Nee, die hatte ich ja noch gekriegt. Du bist zu weit. Muss ich denn jetzt? Ach da. Sag mal! Nein! Jetzt hat er doch die Mission angenommen! Du blöder Schatti-Seite, du! Was? Den muss ich mir merken. Den muss ich mir merken. Die wollte doch gar nicht die Münze. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King Charles einen Pestparty dich unter seiner Flagge. Hey, Schwillinge. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein verdammtes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard, ich habe ihn gewarnt. Oh, Martin, voll auf die Nase. Aber echt, ey. Voll auf die 12. Jetzt hause weg. Nachzuschlapp.
Und dann gab es eine Abwerbung, ich gebe dir. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Willkommen, Huren. Was nun? Noch einer? Na, kommt her! Mit dem Waffen? Ja. Ich brauch den Waffen. Vielleicht hab ich Lust, den Waffen. Ihr lasst mich doch nicht allein! Ich hol dich ein! Wer Inglis? Wie kann ich mal werfen? Ja doch, F, sag ich doch. F. Ja, das war schon mal fail. So, das ist schon mal was. Was ich glaube, der Mann von Rockenmann. Spielen wir ja Assassin's Creed Bug 3 oder was? Der war gut, der läuft vor dir her. Oh, 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 oh. Tja. Verstecken Sie sich in einen Heuhaufen oder ähnlichen. Ich will doch schon nichts in einem Heuhaufen. Ja, aber aus der roten Zone raus. Na gut, dann laufen wir halt aus der roten Zone. Wäre ich doch mal besser drin geblieben. Mission beendet mit 100%, ne, du weißt. So, bitte die Karte anzeigen, das wäre echt nett. Kurier, Kurier. Good, good. Good. Bravo. Ja, die plündere ich natürlich. Mhm. 120 in einer Woche. Oder? Bei denen lohnt sich das wenigstens. Weil die kriegst du so selten, das ist das Problem. Alpha Biebsch, wo sind wir denn? Kuckuck. Cool, kein Sound. Gerade hängt das ist aber noch dran. Oh. Wer hat gesessen? Mitten in die Fratze rein. The next one, please. Aber was willst du mal mit deinem Buttermesser? Ja. Sieben von sieben Geheimnissen, schön. Nehmen wir die Shanti-Seite, dann das, dann das, dann das, dann das. Und ach guck mal, die Assassinen-Aufträge sind auch schon da. Ach ja, die sind ja nach der ersten Mission hier. Ja. Sind hier ja verfügbar. Was du da? Ich dachte, Edward wäre so intelligent. Ja. Ja, das ist super. Kannst du mir sagen? Ja. Ein Animus. Mus in den Mus. Supi. So, haben wir das. Jetzt hätte ich gesagt, mein Enkelchen Supi und die hätte er auch. Immer. Lauter Freude. Willst du fischen? Ja, natürlich will ich das. Achso, ja, du stimmt. Nicht springen. Du darfst nicht springen. Ich will nicht springen! Das ist doch hier diese ganz blöde Lauferei, einfach nur laufen. Ja. Hab dich doch gleich. Jawoll. Ich bin nur hinter dir.
du wieder was gezwitschert oder was? Ja, natürlich, gerade eben, wo du eine rauchen warst. Walker, Walker. Warum mache ich es mir so umständlich? Weil es auch einfach geht. Weißt du, dass ich mit dieser Shanti-Seite immer Probleme hatte, die zu kriegen am Anfang? Okay. Ja, war wegen dem, weil du ja auch automatisch auf diesen Springen drückst. Und dann springt und schon geht er ja nicht weiter. Ah. Und sobald das ein oder zweimal gemacht hast, ist Popshop. Ist die Seite weg. So. Da kommt noch eine Seite, ne? Ja. Die Assassinenaufträge, das du machen. Ja. Aber da würde ich vorher die andere Mission machen, wo du die Pistolen kriegst. Warum? Weil ich keinen Bock auf die Assassinenaufträge habe. Ach, ich weiß warum, weil du nicht sterben willst. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Ich sterbe nicht bei den Assassinenaufträgen. Ich habe nur einfach keinen Bock gerade auf die. Boah, du gehst mir um den Senkel. Na komm doch, komm doch. Jetzt guck. Und tschüss. Oder auch nicht. Meine Herren. Was denn da mit dem? Willst du mit dem nur spielen oder was? Ja, natürlich. Autsch. Das ist aber jetzt riesig, wenn man da einfach vorbeispringt. Jawoll. Hör auf, die Benäutern. Sag mal, ah, das sind ja 6 Stück, ne? Ja, 6 Assassinenaufträge. Ja, 2 da, 2 da und 2 unten, ja. Soll er doch kommen, soll er doch kommen. Ja, da bin ich aber nicht, Kollege. Gut. Warum nicht gleich so? Das frage ich mich auch. Musst du ihn fragen. Edward, warum nicht gleich so, ne? Wann habe ich angefangen? Weißt du nicht, ne? Nee. Guck dir in Ruhe. Wir wollen ja möglichst eigentlich die halbe Stunde einhalten. Nur irgendwie kriegen wir das. Passiert ja schon mal mit plus minus ein paar Minuten, ne? Ja. Es gibt auch Spiele, wo plus minus eine Stunde oder so ist. Ist auch schon passiert, ja. Ich sag nur Battlefield 4. Ja, okay, das ist ja auch normal, da kannst du ja nicht mit dem nachrechnen, das ist ja Blödsinn. Aber wir hatten auch schon, wo war das denn? Wo ich auch 48 Minuten oder mehr hatte? 3. Ja, stimmt. Weil ich ja unbedingt diese eine Kiste da haben wollte. Oh, Feder? Oder, ja, stimmt, Feder, eine Kiste. Ich hab's aber gekriegt. So. Da ist noch eine Truhe, da ist noch eine Truhe. Ja, gut. Wie soll aussehen? Hallo? Mach es noch ein bisschen kleiner, dann siehst du das besser. Und dann sind wir noch die Aufträge. 1, 2, 3. 3 Truhen, das war's. Fangen wir mit der an, würde ich sagen. Ja, und dann noch die Assassinenaufträge, dann haben wir's. Ja. Sind wir ja schneller mit der Insel durch gewesen, als ich dachte. Ja. Erst gegen die Tür springen und dann noch. Ja, er wollte nur eben klopfen. Wir backen uns wieder durch. Das ist also nicht nur Bug 3, sondern es gibt auch Bug 4. Ja, normal. Dann haben wir 13,9 bis jetzt. Nächstes ganz unten an. Natürlich. Natürlich. Wieso kannst du da nicht springen, du Sack? Tut er doch. Meine halbe Stunde. Dann braucht er eine Pause.
Ich bin jetzt schon so alt. Du musst den überstrapazieren. Ich wollte es einfach nur machen. Einfach mal just for fun. Richtig. Und jetzt sind wir da. Mehr. Da wo ja auch, glaube ich, hinterher ein Lagerhaus ist, was geplündert werden kann. Da wo wir jetzt hinlaufen. Zum späteren Zeitpunkt. Sag bloß, das hast du nie geplündert. Nein, doch, aber nein, ich bin jetzt gerade am überlegen, welche Insel war das nochmal, wo diese Taverne auch so beschissen versteckt war, die nie auf der Karte auftaucht? Kingston? Kingston, ja, da, genau, danke. Guten Tag, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfters. Ich bin der Nachbar, ich muss mich jetzt hier gerade mal vorstellen. Ach ja, da ist das ja auch mit der Glocke, stimmt. Naja. Ich wollte gerade sagen, willst du nicht mal irgendwas tun? Was? Das ist der Kapitän. Jetzt hab ich Spaß an den Backen. Free kill! Charlie Kid. Ja. Wir flacken wieder. Ja, genau, war schon mal weg. Ach, guck mal, da standen zwei Stück rum. Ah, ne, ich wollte gerade sagen, warum kommen wir mal voll? Auch nicht. So, Ah, doch, die Truhe habe ich. Da würde ich sagen, machen wir jetzt die Mission. Geht das nicht, dass wir wieder die Stadt verlassen? Nein. Das kommt erst viel später. Weil, wenn mein Plan jetzt aufgeht. Müssen wir ja jetzt oben in dem Turm den Zucker beschaffen. Beziehungsweise dieses komische gläserne Ding da. Okay. Und da wir ja gerade eben alle Wachen da getötet haben, dürften jetzt keine mehr sein. Okay. Das heißt, wir können unentdeckt. So. Mein Mund ist gleich voll. Was? Mein Mund ist gleich voll. Das macht fast nichts. Schon mal ein bisschen Aufwand vergleichen. Unglücklicherweise haben die Soldaten meine Zugwaffen festiert. Ja. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie? Wie sieht denn das aus? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, dieses Burschen wissen es doch. Mein spanisches Mui mal da. Frage mich. Mui mal da. Sehr groß heißt. Nun gut, komm. Oh, der hat einen Rock, der wirklich nicht. Und mein Zucker? Wie immer. Hast du meine Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Wir wissen Adlerauge. Adlerauge sei wachsam. Ja. Was ist dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nicht, wenn der Schwert ja. Ist, dass er sicher bleibt. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Ich fürchte, die wissen von uns. Seid leise. Alles klar, ja, kann man das sehen, du Bauer, ja. Das ist meine beste Idee. Lass uns aufteilen. Genau. Geht mal ein bisschen schneller. Aber gelle Bille heller. Das wäre Männer aus
Signore. Nein, wir nehmen mal noch was. Bitte? Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtung. Ja, sehr, sehr, sehr. Wo sind sie denn? Nach da hier. Sicher. Und vor allem könnte Mendoza das Fall eröffnen. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich verkauft habe. Natürlich, Senor. Hey, Jungs, guck mal nach oben. Ist der jetzt eigentlich markiert? Du kannst deine gleiche Exzellenz. Ich bin nicht blind. Das muss ich jetzt doch nicht sagen. Mensch. Die sind so blind, die sehen das nicht. So, dann machen wir mal. Wenn wir dieses hin und her laufen. Ganz woanders hingezeigt, aber okay. So passiert das nun mal. So, dann fängt man an zu quatschen dann. Wie lange wird das schon dauern? Ich will nicht den ganzen Tag auf den Campen warten. Das ist ganz schön, Senor. Captain Mendoza muss mich mal nur hängen. Dann gibt es euch Geld. Ich will keine Rebellen, Decker. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si! Wir haben einen guten Zucker. Kisten, die wir gestern einen fetten Engländer haben. Oh, was machen das gerade so am Haken? Warum? Alter, warum hat er jetzt auf einmal seine Schwerter gezogen? Bist du bescheuert oder was? Ich hab gar nichts gemacht. Das ist El Timuro. Ein Jahr von Mörder. Also, der sieht mich. Warum kommt der hier hin? Warum tut er die so? Warum tut die? Jetzt geht er wieder. Was macht er denn da? Was macht er da? Was hat er da gemacht? Alter! Also wahrscheinlich gerade unser ganz schönes Geld. Wieso? Geld, wieso Geld? Oh. Ich dachte jetzt nochmal andere Werte. Ja. Nein! Guck mal jetzt! Wir gucken in den Versteck, ob wir da rein geworfen sind.
Waffe schlechthin. Ich würde den Tipp geben, lauf einfach mal da hinten rüber. Und zwar so rum. Ohne durch die Menschenmenge zu flitzen. Oder warte mal. Ich warte. Jetzt dürfte ich. Alter, könntest du mal bitte deine Schwerter wegstecken? Danke. Oh, ich brauch die ja noch. Die Schüssel des Kapitäns stehen. Ach nee, hier sind ja gar keine Sachen mehr. Stimmt ja, weil ich die alle getötet habe. Stimmt ja. Schön hier bleiben, mein Freund. Nicht in den Kampf verwickeln lassen. Das sind ja jetzt auch keine mehr. Also hier draußen schon, aber drinnen nicht. Danke, ich brauche nicht mehr. Wie bitte? Keine zu früh abgebogen. Ja, ein bisschen Wasser tut dem, ist für den Edward auch nicht schlecht. Mhm. Eben kurz vergewissern, eigentlich dürften hier keine sein. Siehste? Gewusst wie, oder? Wusstest du das schon? Ja, sicher. Ich hab's auch schon gespielt. Mehr als. Mehr als zehnmal! Ich hab's ja noch nie gespielt, ich hab's vergessen. Mehr als zehnmal! Ich hab ja keine zehnmal gespielt. Das ist so ein kleiner Trick, den man machen kann, um auf 100% zu kommen. Weil Tänzerinnen anzuheuern ist nicht wirklich schwer. Aber dabei nicht entdeckt zu werden, ist wirklich verdammt schwer. Deswegen lieber vorher alle Wachen töten, nicht getötet lassen werden, wie auch immer. Und dann sind die Wachen auch nicht da. Ob das ein Bug ist oder was, der Kuckuck was. Was gelange hier dann? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Hab ich gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung. Danke. Hey, Bart. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur der Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Und siehe da, 100%. Ja. Obwohl das zweite fast nicht eher gut gegangen ist.
den Kurier fangen und plündern. Wo ist er denn? Ah! Kriegt er nochmal extra einen drauf? Aber plündern kann ich ihn, glaube ich, nicht. Nee, nicht mehr. War schon. 42 diesmal nur. Aber ja. Das war gut, oder? Ich kann auch hier rein. Läuft der erst mal weg, sieht, dass er da nicht weiterkommt. Sehr, sehr nice. Ja. Hätte er nur nach links runtergebraucht. Ja. Also, warum ist er so am Steg gelaufen? So, ich mach direkt weiter mit der nächsten Mission, weil dann kriegen wir nämlich die Knarre. Und dann kannst du mit den Assassinen-Aufträgen weitermachen, dann ist, fallen die für dich auch vielleicht aus. Dann kannst du die nämlich auch von Weitem aus töten. Weißt du, was ich meine? Oh! Was ich sehr da! Was ich wunderbar. Ich weiß nicht, wen ihr sucht, aber alle, was hier heilig ist, ich kenne es nicht. Mann über Bord. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. 103 Meilen, das heißt ja nicht. Was? 100.000 Kleppel, das ist dein. Oh. Und du sammelst schon mal Mannschaft. Ich glaube, er erwartet mich. Oh. Sehe ich ihn aber wohl. Entweder. Da kriegen wir jetzt die versteckten Klingen. Und die Knarren. Ja. Kann auch nicht laufen. Also rennen. Weiß ich. Wir hatten ja auch schon mal, weißt du noch, wie wir das damals ausprobiert hatten? Mit den Soldaten da umnieten. Naja, du musst wieder von vorne anfangen, die ganze kannst Scheiße. Kannst ja gar nicht, kannst ja gar nicht rappelziehen. Zeigen wir mal, wie geschossen wird, ne? Normal. Das sind alles Lutscher. Normal. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Rogers seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Den zu haben. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Wein. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Junior, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Junior Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unsere Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Ja, mach ich mal. Wie wär's mit etwas Sport, danke? Weißt du was? Sonst langweilig wird. Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Machen wir nichts, gute Kämme. Okay. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, danke. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der eine Pistole bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch ihn dachten sie ihn am Schlimmen. Ja, und ich bin doch blöd. Hört, hört. Oh, was? Ich war, aber die meine Waffe vier Kugeln fasst und nicht nachher darum. Ich werde einen englischen Freund von mir treffen, Julia. James Huckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt?
Ich hab doch alle, oder nicht? Ja. Hä? Das muss ich auch sehen. Mit dem Gastgeber reden. Steht auf der. Herausfordern. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas brennt. Ja. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Was ist denn los? Ich was macht der Alter? Zweimal nachladen. Und nochmal nachladen. Du musst doch viel schneller. Das war knapp. Danke. Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Klinge. Wo sind eure Klinge? Tristdörfer. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Oh, Gott. Zwei Klingen. So viel ist der Brauch. Brauch, danke. Werdet ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Komm ja nicht drum rum. Wir müssen. In Erwartung eurer Ankunft haben wir. Oh, ich habe genau die Anzahl an Videos, wann ich geboren worden bin. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit ist, dann zeige ich euch. Yeah. Genau so. Auf euch abgestimmte Situationen. Lenkt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Kannst du aufhören, den anzuvisieren? Danke. Wo ist die Menge? Da ist die Menge. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Genau, das ist der Punkt. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsichtbaren Ecken. Das muss ich schon wieder an. Toll. Cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Seid ihr es gut? Klar, nichts leichter als das. Magnifique. Wir sollten. Die Assassinen haben sich gut ausgebildet. Ihr habt ihn im rechten Moment in den Rücken gekehrt. Das war riskant. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst unmöglich. Ich mach auch gerade so, was machen die denn da? Flatter, damit er schneller geht. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Hühner können ja, glaube ich, nicht fliegen, ne? Gewehre, Klingen, Kanonen. Obwohl die auch Flügel haben. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Leib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar. Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharf sind ich danke. Jawohl. Na dann, viel Glück. Ach ja. Hausmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Das ist der Letzte, den man töten muss.
Ihr wurde vor einer Woche erwartet. Dieser Captain Rogers ist eigentlich der Erste, den man es gab einen Überfall durch Piraten. Ducasse war nicht versenkt. Das ist der Erste. Ich traf erst gestern Jahr. Ich sag dir mich ja Franzose. Entschuldigung, Leute. Verzeiht meine Vorsicht. Warum konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, danke. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Ich liebe das Gequake. Einmal eins können wir, glaube ich, noch. Danach. Endlich besser. Und in so einer kontinentalen Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger. Dann machst du dann gleich die Assassinen-Auftritte. Dann haben wir alle die komplette Insel. Aber machen wir nicht alle in der sind nur sechs. Ja, teilweise muss sie ja auch an der Insel. Oder ist das nicht da noch? Ne, stimmt, das war bei den anderen. Da nicht. Wir sind alle auf der. Weil wir da das Tipp doch noch gar nicht haben. Ja. Im Endeffekt ist ja Edward Kenway ein getarnter Pirat in Assassinen-Montur, der ausgibt, ein Templer zu sein. Schön im Spiel. Ja, was denn ist es? Ist es doch im Endeffekt so, oder? Hier kannst du noch einen Taschendieb da, ne? Musst du sogar. Jede Kalibik. Einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht ihr? Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Kannst du den auch? Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Schade. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armiasphäre sozusagen. Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr, keine Lügen, kein Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Da liegt das Ding. Da und wir müssen es. Worüber eigentlich Assassin's Creed für Black Flag eigentlich im Prinzip eigentlich geht, um sich dieses Ding wieder zu beschreiben. Reden wir bald. Denn der einzige, den ich kenne, ist in unserer Gewalt. Ein Assassin-Adresser bei Ihnen. Damals wusste er das noch nicht. Ich habe eher als jemand einen wahren Weisen sagen. Könnte mir sicher sein, dass er mich ist. Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch. Dank Duncan und den Informationen, die er uns brachte, jetzt ist es wird die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren. Wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Gut, ich hab gerade eingesetzt. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erlassen. Und die Herzen der Welt werden uns gehören. Und wieder 100%! Das muss mir erstmal hier einmal nachmachen. Ne? Ja, so also schwer aufbauen. Ne? Schlaft gut, danke. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ja, ich freue mich drauf. Exzellent. Trefft mich unten an den als erstes morgen früh. Morgen früh. Ja, da muss ich ihn nämlich verteidigen. Richtig. Ja. Gouverneur Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Gleich morgen früh. Aber nicht erst gleich, sondern morgen früh. Alles klar, ich werde jetzt die Aufnahme erstmal abbrechen. Jawohl. Und ich glaube, wir machen noch einen Song. Eins kriegen wir vielleicht noch. Ja. Gut, in dem Sinne. Ab in die nächste Rinne. Schönen Mittwoch. Jawohl. Ciao. Ciao.